Hallo Leute und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play The Walking Dead und ja, wir machen weiter mit ihm hier jetzt. Der letzten Person. Ich wollte gerade sagen Episode, aber das stimmt ja nicht. Und, hui. Der wird aber schnell. God, this is so fucked! Why the hell did you shoot that guy, man? What the hell was that? I didn't mean to do it. It just happened, okay? Where the fuck were you with a warning? Me? You're putting that on me now? I didn't see the guy either. I was too worried those dudes were gonna pull guns on us. Shit! Dude, how'd they catch up to us? Who gives a shit? Just... Okay, der schießt auf uns. Here, man. Shoot! Ja, dann nehmen wir mal die Waffe. Ist jetzt Selbstverteidigung. Alter. Okay. Holy shit, man, did you get him? Are they back there? Wyatt? Dude, are they there or not? Come on. Wyatt, talk words at me, man. I don't see anything. Are you sure? Those guys wouldn't just give up. I don't see anything. Here, here. I'll turn off. Okay. Okay. Warum machst du das Licht aus? That look on me, man. I'm not being an asshole. I'm being smart. No lights, no you know, they can't see us. Christ, I can taste blood in my mouth. I don't think it's mine. I can't see a damn thing out here. Crashing into a cow ain't gonna help anything, man. Oh, shit! I should watch out for cows! Cows! Why didn't I think of that? When's the last time you saw a cow, dude? Okay, bad example, but you could still hit something, man. God, das stimmt. I can't believe we're in this shit. Don't barf just yet, okay? Please? This road is really straight. We'll be fine. At least slow down! What? Fuck no! Did you see that one guy's eyes, man? He is fucking gorked. I don't want that guy in my life, Wyatt. What if there's something in the road? Doesn't matter. We gotta get the fuck away from those guys. They are A-grade fucking mental. It's about time. I will punch your eyes. See? It's fine. Road's straight as my dick. Think we're in the clear? Don't talk about your dick. Why not? All right, let's Tom Cruise out of here. Oh man. Really? See if there's still any sticky in the glove box. Oh, schauen wir mal nach. See anything. Dude, it's in there. Look harder. I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh my god, really? But is there any weed? You know, one time I was going out with this girl, right? Abigail. You remember her. And she told me that when she was 5, I think, her dad took her to the circus sideshow. They walked around for a while. Man, just shut up. I hate you. Okay. Shit! Okay. Okay. Holy shit, dude. Holy shit. Da haben wir shit. Jemanden erwischt. Did you get a look? I think that was a guy. Wyatt, come on, man, say something. Was that a dude or not? The fucking fog. This night is so fucked, man. I don't know. It was too fast, man. Man, don't say that. You have to know. Dude, you have to. Alter. Let's see if there's anything around the car. You know, anything that'll like tell us one way or the other. That way we can just book. But I'm not leaving if we hit a human being, man. I'm just not. Ja, super. Wenn wir selbst wenn wir einen Menschen erwischt haben. Man, don't roll it down broken. I can't see through the cracks. Look, it's fine, see? What's that on the broken side mirror?
Sieht aus nach einem Stück Stoff. Part of a shirt, I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. You think that blood on the windshield is fresh or rotten? Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark. Yeah. Damn. What's that way out in the road? Is that the mirror from the car? Yep. Can't tell from here. Das ist ein Spiegel. Man, I'm really not seeing anything. Seriously, you think some piece of that guy made it into the glove box? Man, I don't know. Das Look, Radio anmachen. Wyatt, it was a guy. Are you sure? Yes. How sure? Pretty fucking sure. Don't fuck with Tiny Carlos, sure. Jesus. So what do we do? What do you mean, what do? We go out there. What about the guys in the truck? Man, fuck those guys. If that guy back there is alive, we have to help him, Wyatt. There ain't a lot of live dudes left these days. Wir können nicht die ganze Nacht hier bleiben. Why don't we just drive back? And maybe run him over again in the fog? He can't be that far back, man. Trotzdem. Come on, man. This is stupid. We go out there, we check it out, we get moving. Both of us? I mean, I don't know. Me? I hit the fucking guy. One of us should stay here, though, in case. Nun, lass mich bitte gehen. Okay? Okay. Well. Shit, okay. Here, we'll rock, paper, scissors. Und halt nicht. Gut, dann spielen wir wohl. Okay, cool, good. This is good. We need to hurry up. You ready? Man, I can't believe I'm doing this shit. Dude, 2 seconds, it's over. All right, 2 out of 3, right? Sure. 1, 2, 3, go. Okay. Fuck! What are the chances of that? Okay. 1, 2, 3, go. What the fuck, dude? Play the game, come on. 1, 2, 3, go. Man. Okay. All right. 1, 2, 3, go. Probieren wir es mit Steinen, okay. 1-1. Stupid rock. All right, dude. This is it. Okay. Shit. 1, 2, 3, go. Oh, okay. Always with the rock. Too much rock, Wyatt. Tell me about it. Son of a bitch. Na gut, dann gehen wir wohl. Alright. I got this. Be careful, dude. Okay. Okay, das ist ein kaputter Spiegel. Thing is jacked. Should I take it? No, man. Schauen wir uns den Rucksack an. Den können wir auch vielleicht mitnehmen. What the fuck is taking so long? Hurry up. It'd be great backpack if you could tell me if your owner was alive or not. Alright, I guess I'll just keep talking to myself out here because that makes sense. Okay. Langsam aber sicher. Sollten wir doch auch mal jemanden finden. Okay, da ist Blut. Und das könnte jetzt so viel heißen wie. Okay. Wir können uns das Blut weiter ansehen. Okay, ist. Der sieht nicht ziemlich am Leben auf. Why the hell am I following this thing? Nothing good's at the end of it. Aber nee, du solltest nicht umdrehen. Hey man, you okay? Man, I wish I was high right now. Bella? You need to answer me, man. If you're a dude, I don't want to shoot you.
Are you okay? Sir? Can you hear me? Jesus. This is bad. Den haben wir aber ordentlich erwischt. Man, this guy's a cop. Cop, please be okay. Looks like he's pretty out of it. Okay. Okay. Meine Rede. Okay. Können wir den Polizisten nicht einfach liegen lassen? Es tut mir leid, aber das ist nicht die Situation, in der man einen Polizisten rettet. Oh Mann. Okay, komm, hilf ihm. Fuck it. All right. Let's get your ass to the car. Okay. Und weiter geht's mit uns. Na komm. So, dalle. Lassen wir den mal wieder runter. Zack. So, weiter geht's. Weiter geht's, danke. Eieiei, okay, das war vielleicht doch eine dumme Idee. Nein, 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 nein. Ma! Mist. Okay. Das ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Ein bisschen sehr blöd gelaufen, aber gut. Was müssen wir machen? So. Okay. Damit hätten wir noch 5 Schuss. Um es auch nochmal kurz zu sagen. Ich habe keinen Bock, gleich eventuell noch schießen zu müssen oder so, wenn ich keinen Schuss mehr habe, weil, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich ihn komplett... Nein, boah. Sorry, dude. Scheiße. Gotta split. Das wollte ich jetzt nämlich nicht anklicken. Ich lass mich kurz beißen. Entschuldigung. Weil ich wollte ihn jetzt ja nicht zurücklassen. Ich wollte ihn ja... Oder komm, wir probieren es einfach. Weil es so einfach ist, weil ich mich jetzt nicht um den Polizisten kümmern muss. Oh man. Oh man, oh man. Nee, komm. Okay, das habe ich eben ja schon mitbekommen. Komm, wir lassen uns kurz töten. Es tut mir leid. Aber ich möchte diesen Polizisten jetzt retten. Jetzt habe ich mir das in den Kopf gesetzt. Jetzt rette ich diesen Typen auch. Das reicht mir jetzt. Punkt. Wir retten den jetzt. Was ist jetzt los? So. Ich dachte, eine Leertaste reicht. Okay, das kann ich nicht überspringen. Ich vergesse das immer. Ich drücke immer dann hier irgendwie wild Tasten, um das zu überspringen. Und dann geht das nicht. Und das Problem ist, wir lassen den halt immer so fallen. Ich meine, ey, Alter, wenn der Typ innere Blutung hat bis zum geht nicht mehr, wenn wir den immer wieder fallen lassen, dann wird das dadurch nicht besser. Aber okay, hilf ihm. Fuck it. Alright, let's get your ass to the car. Okay. Da machen wir das mal. So, jetzt aber. So. Und wo kam jetzt nochmal der nächste? Da, genau. So. Tralalalalala, tralala, tralali. Und Schuss. Tralalalalala, tralala, tralala. Gut, wir ziehen einen halbtoten Polizisten mit uns mit. Erschießen nebenbei noch so den einen oder anderen Walker und, das war eigentlich alles ganz lustig. Okay. Wir beeilen uns. Okay. Von dort hinten. Okay, lass ihn fallen. Danke. Ich glaube, jetzt haben wir keine Munition mehr. Wenn mich nicht alles täusche sein, wir haben so einen Endlos-Revolver. Hust.
aus den guten alten Hollywood-Filmen. Ah. Okay, habe ich mich verzählt? Okay. Wir wurden zurückgelassen. Was machen wir jetzt? Wir laufen. Hätte ich, glaube ich, auch gemacht, ja. Doch. Das klingt einigermaßen logisch. Tag 400. We were right. There are survivors out here. Happy to get rescued. So how many are we talking about? I won't know for sure until I find them. Sure. They left a note, so at least we know they want to be found. And I can see smoke in the distance. Probably a camp. I'm gonna try to make contact tonight. Great. Well, just be careful and use your best judgment. Ja, 400 Tage, nur das ist so anderthalb Jahre fast. Ah, das heißt anderthalb. Nee, Quatsch. Ein Jahr, ein Monat, ein Jahr, zwei. Ein Jahr, anderthalb Monate. So, Punkt. Ja, 365 Tage. Ey, ich war gerade vollkommen. Ich war irgendwie gerade so in dieser. In der Denkweise so ein Jahr gleich 300 Tage, aber das ist Quatsch. Das sind ja 365. 165, Alter, ich bin gerade voll verpeilt, ne? Es ist peinlich, nicht zu wissen, wie viele Tage ein Jahr hat. Hallöchen. Don't fucking move. Who the fuck are you? Ich sag es noch einmal. How did you find us? I found your note. Ja, die haben wir gefunden. Das sagen wir auch so. I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors to rescue them. We have food, clean water and shelter for everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. God, this sounds too good to be true, but I think it is. Bonnie, get real. Just because she says it's true doesn't mean it is. You should know about that. At least what I did was an accident. Hey, that's enough. Guys, look. If I learned one thing from Danny, it's that we have to stick together and protect ourselves. What? That guy was an asshole. You should be happy he got killed before Shell and Becca joined us. Why? Don't worry about it. Yeah, screw this. We don't know what kind of people we're dealing with. The only reason I'm with you guys is because Vince saved my life. Look, we need people. Plain and simple. You folks can decide if you want to come as a group, or split up, or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes, I'm going to be getting back in my car and on my way. Hopefully, at least some of you will follow me. Well, I'm going. Maybe we should go too, sis. If Roman is still looking for us, he wouldn't be able to do anything to us there. There's no way that guy is still looking for you. We've been to that truck stop. There's no one left. Roman's not a problem. It's following her that'll get you killed. Look, I know it's a risk, but what else is there? If you guys are going, then so are we. I don't like this, guys. We should just walk away. I don't trust her. Of course you don't, Russell. You don't trust anyone. Dann bleibt hier, wenn... Then stay here if you want. I'm not bringing anyone against their will. We only want people who want to be there. Oh, come on, guys. I mean, we left those photos so that someone could find us, didn't we? Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. We've all seen it. Well, we turned out all right, didn't we? Relatively speaking. What are we gonna do? Eat you? Are you gonna eat us? No, that was a joke. I'm sorry. Look, I know you guys are wary, and you have every right to be. You don't know me from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy fuckers out there. All I'm here to do is make an offer. You can come with me, or you can stay here. The choice is yours. So,
Who wants to come with me? Na gut. I'm just not sure. We've been out here for so long and seen so much bullshit. I mean, is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. But being smart, that's what's keeping us alive. Some of you may have been separated from friends or family. It's a long shot, but there's a chance you could find them there. Have your people been through Statesboro? Yes, I think we have. Okay, but I swear to God, if you try anything, you're gonna regret it. Yeah, and if you're not lying, maybe Eddie will be there. We'll do everything we can to help you find your friends and family. But understand that I can't promise anything. We understand. I think we've all made up our minds. Well, I guess we have our group. What do you want to do with these? Die essen. Wir werden sie jetzt essen. Zuerst braten und dann essen. This okay. Is a good thing. Na gut. Sie verbrennt es, wenn ich jetzt irgendwie. Naja. So, wer kommt denn jetzt alles mit? Kommt jetzt jeder mit oder bleibt jetzt nur Vince da? Oder how do we know this will work out? I give you my word. Ja, wir sind überzeugt, as fuck. Zumindest die Tante da, die Trivia, Tina, ich weiß es doch nicht. Guck mal, jetzt war ich aber hier, fällt mir jetzt es ein, ich habe mich jetzt immer so entschieden, dass ich jetzt zu der Mehrheit gehöre. Wie gesagt, gestern, als ich das mit meiner Klassenkameradin gespielt habe, komisch, gut, ist egal. Da war das bei mir irgendwie so ein bisschen aufgeteilt. Also das eine war extrem weit, also war ich extrem weit von den anderen, also von den anderen Leuten, die Entscheidung getroffen haben, entfernt. Also beispielsweise, ich glaube, hier beim Lügner, da habe ich halt die Wahrheit gestern gesagt und dann war ich halt natürlich auf der Seite hier, 25% haben die Wahrheit gesagt zu Leland, ne? Und so weiter und so fort. Also das war gestern ziemlich ausgeglichen. Zwei halt, die 75% hatten. Ich glaube, das sind jetzt auch die, die wir... Nee, eben nicht. Das war, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, was jetzt genau was war. Es tut mir leid. Bist du gegangen oder geblieben? Nate verlassen. Ja, okay, Nate verlassen und das erste, also Danny. Danny oder Justin, also da habe ich mich dann für Justin da entschieden, dass ich den in den Fuß schieße und so weiter und so fort. Und die anderen beiden waren halt bei den 25%. Und dann halt natürlich noch das Bleiben oder Gehen war halt dann mit, ne? Ja. Ist ja jetzt auch egal. Wir klicken jetzt, um fortzusetzen. Ich meine, ihr seht, jetzt habe ich mich so entschieden, dass ich irgendwie überall in der Mehrzahl war, obwohl ich das eigentlich nicht war. So. Am Ende sind alle mitgekommen, außer Vince. Finde ich schade, ich mochte Vince irgendwie persönlich am meisten, aber egal. Nein, also, ja, das war es so gesehen. Die sind mitgekommen, der ist nicht mitgekommen. So, jetzt kommen wir dann noch schnell zu dem kleinen Fazit von diesem kleinen Add-on. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie viel es gekostet hat. Ich glaube, es waren 5 Euro. Ich bin mir aber nicht sicher, ich würde jetzt nicht drauf wetten. Ja, wie gesagt, ich glaube, es waren 5 Euro, kann auch weniger gewesen sein, 4,50 oder so, sowas in der Art auf jeden Fall. Ja, Tatsache ist, mir persönlich hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall, aber es war lange nicht von der Qualität her lange nicht so geil wie halt die komplette erste Staffel. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja gut, die hatten nur so gesehen eine halbe Stunde, sag ich mal, Zeit jeweils, die Charaktere vorzustellen, einen Teil ihrer Geschichte halt vorzustellen und so weiter und so fort. Gebe ich auch ganz ehrlich zu, dafür ist es auch cool, also für so 5 Euro oder so ist es ganz nett gewesen.
Ich empfehle es einfach mal jedem, der das Spiel an sich mochte oder mag, wie auch immer man sagen will. Weil es halt echt, dafür war es gut genug, aber für jetzt die Leute, die jetzt nicht unbedingt auch das Spiel nicht so geil fanden, tja, kauft es euch einfach nicht, weil ihr kriegt hier nichts so krass Besonderes geboten, dass man jetzt sagen würde, hey, das ist ja super, super geil. Na, so, das ist meine persönliche Meinung einfach, und ich denke, das kann man auch jetzt einigermaßen nachvollziehen. Also es war ein gutes Add-on, war aber nicht jetzt das beste Add-on, was es jemals gab, sag ich mal. Na gut. Und dann würde ich jetzt sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Walking Dead Staffel 2. Ich hoffe doch, dass ihr dann auch noch mit zuschaut, sag ich mal. Wie gesagt, hier zwischen wird jetzt so ein, zwei Tage noch ein bisschen Pause sein von The Walking Dead. Ich weiß, bis die letzte Episode von Staffel 1 rauskam, gab es auch schon eine Pause und so weiter und so fort. Aber jetzt gibt es dann halt nochmal eine kleine Pause, keine Ahnung, vielleicht eine Woche oder so. Und dann geht es direkt weiter mit der zweiten Staffel. Und dann, ja, schauen wir doch mal, was in der zweiten Staffel so los ist. Und ob die der ersten Staffel auch nochmal gerecht wird. Ich habe zwar schon so von verschiedenen Personen gehört, dass die zweite Staffel genauso gut sein soll, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, aber davon überzeuge ich mich mal ganz gerne selbst. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play irgendwas, beziehungsweise primär The Walking Dead Staffel 2. Ciao Leute, euer Shinigami.